Gerade in einer multireligiösen Welt ist es wichtig, den christlichen Glauben zwar demütig, aber dennoch klar und eindeutig zu bezeugen. Diese Ansicht vertrat der Vorsitzende des Landesverbandes Landeskirchlicher Gemeinschaften in Sachsen, Johannes Berthold, auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland in Berlin. Um den eigenen Glauben weiterzugeben, sei es nicht notwendig, besondere Veranstaltungen durchzuführen. Viel besser sei dazu der Alltag geeignet, etwa in Gesprächen oder bei Feiern. Muslime müssten wie Christen die Freiheit haben, ihren Glauben zu leben und zu wechseln, betonte der Theologe. Der Studientag in Berlin stand unter dem Thema „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“. Nachhaltig handeln, Schöpfung bewahren. Mit diesem Thema haben sich am vergangenen Dienstag die Besucher des 9. Berliner Forums in der Bundeshauptstadt auseinandergesetzt. Marlene Thieme, Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und Vorsitzende des Rates für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung, hob in ihrer Rede die kirchliche Verantwortung in den Bereichen Umwelt und Soziales hervor. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihr. Nachhaltigkeit mit seinen Zielsetzungen, soziale Ziele, ökologische Ziele und ökonomische Effizienz ist besonders wichtig für die evangelische Kirche, weil es Teil unseres Umgangs mit der Schöpfung und mit den Menschen ist. Unsere Glaubwürdigkeit als evangelische Kirche hängt natürlich heute mehr denn je davon ab, dass wir auch zeigen, wie nachhaltig, wie sozial, wie ökologisch und auch wie Ressourceneffizienz wir mit unseren Mitteln umgehen. Wir haben eine Vorbildfunktion, um zu zeigen, dass sich nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen, mit den Menschen, mit der Schöpfung auszahlt. Denn das schafft Vertrauen, was in unserer Zeit insbesondere so vonnöten ist. Als Gefangenen des Monats Oktober haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und die evangelische Nachrichtenagentur IDEA den pakistanischen Christen Pervais Masih benannt. Dem Vater von 4 Kindern droht die Todesstrafe, weil er angeblich den Koran beleidigt haben soll. Dies weisen er selbst und Menschenrechtsorganisationen zurück. Wer den Koran kritisiert, kann in Pakistan mit dem Tode bestraft werden. Masih sitzt seit dem 2. September im Gefängnis. Die Menschenrechtsorganisation und IDEA rufen dazu auf, für ihn zu beten und durch ein Schreiben an die pakistanische Botschaft in Berlin um seine Freilassung zu bitten. Weitere Informationen, wie Sie sich für Pervais Masih einsetzen können, finden Sie im Internet auf idea.de.